Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultra Sonne. Ja, der letzte Part, den mussten wir ein bisschen überziehen. Aber wir haben dafür die erste Prüfung gemeistert. Immerhin, 4 gibt es insgesamt an der Zahl. Team Skull hat uns im letzten Part noch ein bisschen genervt. Aber wir haben es ja relativ easy hinbekommen. Was ich noch ein bisschen lustig fand, dass der Schiedsrichter oder der Aufpasser dort in der Prüfung nichts gemacht hat. Der hat Team Skull einfach machen lassen. Naja, dann wollen wir doch mal. Oh, ein Z-Kristall. Aha, so sehen Z-Kristalle also aus. Dann erhält man die mysteriösen Z-Kristalle der Alola-Region, also wenn man Prüfungen besteht. Dieses Konzept ist uns völlig fremd. Wir lösen alle unsere Probleme mit den Mitteln der Wissenschaft. Aber ich habe durchaus Respekt dafür, dass die Leute hier ihre Schwierigkeiten aus eigener Kraft bewältigen. Ich bin Amamo und du bist faszinierend. Daraus. Meine Beobachtungen zufolge wäre es in dieser Situation wohl angebracht, Halola zu sagen. Also, Halola, ich heiße Darius. Wir sind das Ultra-Forschungsteam. Der Ball, den du gerade eingesetzt hast, ist ein wahres Wunder der Technik. Ich bin begeistert. Das müssen wir dringend selbst ausprobieren. Aber eigentlich sind wir hier, um spannende Dinge wie die Z-Kristalle und Auren zu erforschen. Und deshalb müssen wir jetzt gehen. Bis bald. Okay, was war das denn? War das diese Alola-Gruß oder was? Keine Ahnung. Ah, ich habe jetzt übrigens eine Lösung gefunden. Mit den Pokédex-Einträgen. Bei den Pokédex-Einträgen voraussichtlich. Ich muss mich nur einmal offscreen ein bisschen hinsetzen und dann sollten wir die Pokédex-Einträge easy lesen können. Ihr wisst, ich bin kein Fan so von Cheats oder sowas, aber wenn es um die Pokédex-Einträge geht, dann, weil ich möchte euch natürlich die Pokédex-Einträge nicht vorenthalten von den ganzen Pokémon. Alter, was ist denn da los? Ich gehe ein paar Schritte und ein Pokémon kommt. Das ist nicht sogar ein Drachen-Pokémon. FM. Schnell raus hier aus der Hütte. Jawohl. Hallöchen, ich bin's wieder, Captain Illima. Ich seh's. Auf dieser Insel der Alola-Region wirst du immer wieder mal auf eine Barriere stoßen. Man bezeichnet sie auch als Barriere des Captains. Und hinter einer solchen Barriere tummeln sich lauter ziemlich starke Pokémon. Ist man mit einem starken Trainer unterwegs, darf man sie auch ohne weiteres passieren. Aber wer gerade auf Inselwanderschaft ist, muss erst die entsprechenden Prüfungen meistern, bevor er schließlich durch die Barriere darf. Hast du alles verstanden? Dann sieh jetzt zu und bestaunen die Zauberkräfte von Captain Illima. Voila. Und schon ist deine Welt ein bisschen größer geworden. Hier auf Mele Mele bin ich der einzige Captain. Sprich, es gibt hier auch nur eine Prüfung. Du solltest dem Inselkönig Halla Bescheid sagen, dass du die Prüfung dir gemeistert hast. Oh, wen haben wir denn da? Oh, Torti. Illimas Gesicht nach zu urteilen, hast du deine erste Prüfung wohl bestanden. Das schreit nach einer Belohnung. Ich hab's. Ich erkläre dir jetzt in meiner schönsten Säuselstimme die Z-Kraft. Oh, ja, die Z-Kraft. Ja, das kennen wir ja schon. Nee.
Schau mir gut zu. Ja, ich schaue gerne hin. Ein Vulcano. Und das ist ein Feuer-Pokémon. Vulcano würde ich sogar mit ins Team nehmen. Ich frage mich, ob Professor Kukui wie viele Z-Steine er hat oder Z-Kristalle. Aber er muss bestimmt auch einige haben. Puh, durch die Z-Kraft überträgt der Trainer seine Gefühle und seine Gedanken auf seine Pokémon. Und das laugt ganz schön aus. Deswegen kann man sie nur einmal pro Kampf einsetzen. Mehr geht einfach nicht. Ist das alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, Professor? Oh, Schreck, das hatte ich beinahe vergessen. Ich habe Lili auf Route 3 aus den Augen verloren. Würdest du sie mir bitte für mich suchen gehen, Torti? Natürlich. Ich werde auch nachsehen, wo sie vielleicht hinspaziert sein könnte. Richtig, wir sollten uns aufteilen und nach ihr suchen. Erstmal uns. Ne, unsere Pokémon sind fit, okay. Als ich auf einen sich bewegenden Schatten trat, stürzte auf einmal ein Vogel-Pokémon auf mich. Ein Glück, dass es so süß war. Ja. Jedes Pokémon hat unterschiedliche Fähigkeiten. Sie zu kennen, ist der Schlüssel zum Sieg. Trainerhoffnung. Aber Trainerhoffnung gibt es erst ab der 7. Gen, ne? Müsste aber erst ab der 7. Gen sein. Weil in der 6. Gen in Pokémon X und Y habe ich sie nicht gesehen. Kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ah, hätte ich übrigens Phlegmon nicht gefangen, wäre es wahrscheinlich ein Anton gewesen. Ja auch vom Typ Wasserpsycho. Was soll das hier? Oh, ein Wommel. Ich dachte, dort gibt es wenigstens ein Item oder so. Oh. Wobei gegen Vulcano hätte ich nichts. Nee, ist wahrscheinlich nur, wo man Pokémon fangen kann. Ja. Nur ein bisschen hohes Gras. Eigentlich voll merkwürdig. Naja. Ah doch, da ist doch was. Ja, blöd. Ja. Ein Mankey. Mankey hatte ich häufig als Starter-Pokémon, als zweites oder drittes Teammitglied in der ersten Gen. Weil das waren damals eigentlich, in der ersten Gen konntest du eigentlich nur als zweites, drittes Starter-Pokémon gab es entweder Raupi, hast du genommen, und oder
Menki vor Rocco. Weil alle anderen hätten nicht so wirklich Sinn gemacht. Oh, ein Trainer. Wusstest du, dass nicht nur Pokémon-Typen zugeordnet werden, sondern auch Attacken? Ja, natürlich. Ich meine, Ratfratz kannst du knicken. Genauso wie Bibor, sprich Hornliu, ne? Nidoran, männlich, weiblich, bringt erst was, wenn sie sich weiterentwickeln per Mondstein, und hier gibt es erst nach Rocco. Wer bist du? Kennt eines deiner Pokémon eine Attacke, mit der KP aufgefüllt werden? Da gäbe es zum Beispiel Ruheort. Bezwinge sämtliche Trainer auf Route 3, wenn ich dein Interesse geweckt habe. Ah, und dann bringst du uns Ruheort bei, oder was? Wenn ich dich und deine Pokémon so auf Reisen sehe, geht einem als Züchter wie mir das Herz auf. Ich danke euch. Hier, das ist für euch. Sanftglocke. Sanftglocke kannst du zum Beispiel ein Golbat geben, beziehungsweise Zubat, damit die Zutraulichkeit schneller. Ja, okay, hier brauchen wir Tauros, alles klar. Damit die Zutraulichkeit schneller kommt. Oder zum Beispiel Haspiru, ja, damit sich das Pokémon schneller entwickelt. Na gut, dann gehen wir erstmal rein zu Lilly. Oh, Mele Mele Blumenmeer, oh schön. Völkchen, was machst du denn? Komm zurück. Ah, Torti. Völkchen ist schon wieder einfach aus seiner Tasche gehüpft und weggeflitzt. Was will es überhaupt in dieser Höhle? Wir haben doch gerade erst diese schlimmen Erlebnisse auf der Brücke überstanden. Was, wenn ein wildes Pokémon auftaucht und es angreift? Es beherrscht doch gar keine Attacke, um sich zu wehren. Doch, eigentlich müsste es. Was gibt es Besseres als EP-Bonks, um sein Team zu trainieren? Brst. Okay. Ah, da kann ich einfach runtergehen, oder was? Ein Baumball, sechste Generation. Und damit es auch ein bisschen schneller geht. Weil ich glaube nicht, dass wir hier ein... Ja gut, ich habe jetzt keinen Schutz dabei. Ich glaube nicht, dass wir hier ein... Teammitglied fangen werden. Was mich interessiert oder was wir gebrauchen können.
Schwommel. Ich will erst die anderen Sachen hier einsammeln. Dann gehen wir zur Höhle. Netzball für Käfer und Wasser-Pokémon. Meine Freundin ist schon wieder einfach so verschwunden. Sie ist wohl der Typ Mensch, der einfach drauf losrennt, wenn er etwas Interessantes entdeckt. Und Flabébé. Entschuldige bitte, du bist ein Trainer, nicht wahr? Ich möchte dich gerne um einen Gefallen bitten. Würdest du gegen mich kämpfen? Ja, das kann ich machen. Okay, gibt auf jeden Fall EP. Ich glaube, Ich habe das, glaube ich, damals schon in Pokémon Mond immer falsch ausgesprochen. Chor-Eogel. Da gibt es, glaube ich, in drei verschiedenen Varianten. Wir gehen erstmal auf Schnabel. Da haben wir Step drauf. Unheilböen. Das Koreogel ist stark. Versuchen wir jetzt mit Rasierblatt. Als ob, ich bin doch auch vom Typ Flug, oder? Pflanze Flug, ja. Aber es sieht aus wie so ein Cheerleader. Los, ganz in Gelb. Jawohl. Oh, Fleckmann will Konfusion erlernen. Da sagen wir nicht nein. Fluch weg. Adios, amigos. Okay. Wahrscheinlich kann man sie irgendwie öfter antreffen in den verschiedenen, auf den verschiedenen Inseln und kriegt dann eine Belohnung von ihr, wenn man sie drei oder viermal besiegt hat. Das vermute ich mal ganz stark. Und wieder ein Flabébé. Na komm. Flabébé hauen wir weg. Dann sind wir Level 19. Flabébé hat keine Freunde, das tut mir leid. So, Level 19. Nein, Gesichter brauchen wir nicht. Oh, er hat mich schon wie... Er sucht mich schon wieder. Ach, ich fühle mich so geliebt.
Das macht so viel Spaß. Ich werde ihn noch ein wenig auf die Folter spannen. Wie gemein bist du denn? Fluchtseil, okay. Puh, endlich hat das Rumgerenne ein Ende. Ich bin völlig aus der Puste. Wow, ich hätte nie gedacht, dass man auch an Orten wie diesen einen Alolaner über den Weg läuft. Konzentration. Amamo, jetzt gibt es nur eins, was wir herausfinden müssen. Und zwar, ob dieser Alolaner dazu in der Lage ist, Cosmog zu beschützen. Ist das ein Doppelkampf? Ultraforscher Darus. Eigentlich müsste er eine Ultrabestie einsetzen. Aber er hat einen Ultraball. Was haben die Entwickler schön gemacht? Aber Käufer ist stark. Rasierblatt. Ja, falls ihr euch noch erinnern könnt, in Part 3 oder 4 sind wir in Käufer. Müssen wir ihn physisch angreifen. Sind wir in Käufer in der Stadt begegnet. Und das war, wir waren doppelt so hoch vom Level her. Käufer ist voll overpowered. Ja, ja, auf jeden Fall sind wir dann doch, war ja doch ganz schön knapp. Ich hoffe, beide haben keinen Vollschlaf dabei. Ich habe Tank, aber das ist eigentlich ohne Schaffen. Ja, 5 Superträger haben wir. Das sollte passen. Jawohl. Jetzt wäre wirklich ein Kampf-Pokémon praktisch. Jawohl. Aber gibt immer viele Tee. Ja. Das verstehe ich nicht. Aha, so läuft also ein Pokémon-Kampf also ab. Ich hatte zwar im Vorfeld bereits Informationen zum Thema Kämpfen gesammelt, doch zwischen Theorie und Praxis liegen wie so oft Welten. Immerhin ist es mir dank meiner Recherche gelungen, einen Pokéball nachzubauen und damit Pokémon aus der Alola-Region zu fangen. Noch viel wichtiger als das ist jedoch, dass ich jetzt weiß, wie stark du bist. Und was jetzt daraus? Sobald Cosmog sich bedroht fühlt, teleportiert es sich an einen anderen Ort. Durch die Pforte, die es dabei öffnet, können gefährliche Lebewesen angelockt werden. Aber solange Cosmog von einem starken Trainer wie dir begleitet wird, besteht keine Gefahr. Aber was ist mit dem Mädchen? Solange nicht aus Unbedachtsamkeit eine Verbindung zwischen hier und dort hergestellt wird, ist das Mädchen für unsere Forschung nicht weit davon belangt. Komm, Amamo, lass uns gehen. Okay. Noch ein Heilball. Das hier noch.
Pokémon gibt es hier natürlich noch. Ein Botogel, ein Eis-Pokémon. Na ja, komm. Komm. Schnabel. Pokéball, auf geht's. So, dann nehmen wir Magnetilo. Ist das ja keine Wirkung auf Magnetilo? Warum? Das ist eine normale Attacke, oder? Eigentlich schon, na egal. Donnerwelle! So, jetzt probieren wir es nochmal. Jawohl. Willkommen, Thiel Botogel. Botogel ist vom Typ Eisflug. Möchtest du Botogel einen Spitznamen geben? Nein. Wo geht's denn hier lang? Wir werden uns auf jeden Fall mal Schutz holen. Oh, Enton. Wir werden uns, ich werde auf jeden Fall auch im nächsten Part Schutz holen. Definitiv. Wir gehen hier erstmal raus aus der Höhle. Ich habe mich verlaufen. Wobei, ich habe doch ein Fluchtseil, oder? Haha. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch mal Cosmog hier mitnehmen. Du bist mir vielleicht eins. Danke, Torti. Und deinen Arboretos sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Dankeschön. Ich habe da einmal etwas Interessantes in einem Buch gelesen. Darin steht, dass sich das Aussehen von Koreogel nach Art
des Nektars, den sie schlürfen, ändert. Bei der Verwandlung, die sie dabei durchlaufen, handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern um einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Jetzt aber schnell zurück in die Tasche, Wilkchen. Nur weil hier nicht so viele Menschen sind, kannst du doch nicht gleich so herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher Sorgen. Hey, Torti, Olili ist auch mit dir unterwegs. Und was ist mit dir, Tali? Naja, ich habe die Prüfung bestanden. Hey, Torti, ich will herausfinden, ob mich die Prüfung stärker gemacht hat. Und dazu müssen wir kämpfen. Was? Da ist der nächste Kampf. Okay. Na, was hast du denn Schönes? Mobile war klar. Hat er nicht ein Pichu letztes Mal gehabt? Doch, ne? Das heißt, vielleicht hat er ein Pikachu. So, auf Wiedersehen, Robal. Oh, ein Zigarettchen. Wir bleiben. Wir sagen mal mit der Geistattacke an. Jawohl. Fleckmon Level 15. Ja, Pikachu. Das heißt, später hat er auf jeden Fall einen Raichu. Rasierblatt. Ah, wir hätten auf Unheilböden gehen sollen. Rasierblatt zieht doch nicht so viel ab. So, nochmal Unheilböden. Jawohl. So, noch ein Unheilböden und der Kampf ist gewonnen. Level 20 für Arboretos. Ich muss mir diesen Namen immer noch mal merken. Die Klammerung kann weg. Aber ich finde es schade, dass Protogel keine Weiterentwicklung hat. Ich weiß natürlich nicht, wie es in der neunten Gen aussieht. Wir haben beide den Herrscher besiegt, Torti. Wir sind also ziemlich stark. Wenn ich so weitermache, gewinne ich auch irgendwann gegen Opi. Ha, ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann, Torti. Danke, dass du Lili gefunden hast. Und dir gratuliere ich natürlich zu deiner ersten bestandenen Prüfung, Tali. Bestimmt hast du ein paar feine Attacken vom Stapel gelassen, nicht wahr? Klar, das habe ich dir zu verdanken, Robal. Sicher reibt sich Halla jetzt vor Freude sich schon die Hände. Wie meinen Sie das? Naja, das gehört auch noch zur Prüfung. Wenn die Prüfung einer Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. die Inselkönigin im Pokémon-Kampf antreten. Ja, so ist das. Und der Kampf gegen einen Inselkönig oder Inselkönigin nennt man dann die große Prüfung. Für jemanden wie mich, der Pokémon-Attacken erforscht, könnte es keine bessere Gelegenheit geben, heftige Pokémon-Kämpfe mitzuerleben. Echt so heftig? Lassen wir doch Taten sprechen. Nichts wie nach Lili. Mit etwas Rückenwind sollten wir Route 3 in Windeseile hinter uns gelassen haben. Ja, und ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom Pokémon Ultrasonne wieder. Bis dann!